wild und ausgelassen. Nur ich sehe aus wie die graue Maus. Na, dann mache ich mich auch mal zum Narren. Heidi, ja? Es ist das erste Mal, dass ich beim Umzug mitlaufe. Ja? Ja? Ich habe Herzklopfen wie noch was. Ja. Auf was muss ich denn achten? Du musst achten, wenn die Musik spielt, kannst du normal laufen, wie du willst. Aber wenn der Narrenmarsch gespielt wird, musst du im Schritt laufen. Der Schritt geht links, 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 rechts, links. Was ist das denn, wenn du in dein Häs steigst? Was ist das für ein Gefühl für dich? Bist du da eine andere Heidi? Nö. Ich bin immer gleich, auch unterm Jahr. Aber wir sind ja das ganze Jahr Närrisch. Lektion 1, Bonbons werfen. Mensch, werfen, nicht bewerfen. Nächster Versuch, die Tauzi-Technik. Ja komm, hol dir das Bonbon, du willst es doch. Ha, die 3-Punkte-Wurftechnik. Korb anvisiert und eiskalt versenkt. Also echt saublöd gelaufen. Aber bei dieser Sau fehlt doch was. Wo ist der Schwanz? Keine Ahnung. Wo ist der Schwanz? Der ist nicht da. Das da ist mein Arbeitskollege. Von der Kantine! Aha, auf einmal kennt er mich nicht mehr. Dafür kann ich bei wildfremden Muskelpaketen punkten. Und die trage ich sogar auf Händen. Oje, oje, ich habe den Anschluss verpasst. Jetzt aber ganz schnell. Ich bin nass geschwitzt. Das, es läuft. Was allerdings nicht läuft, ist meine Organisation. Alle haben einen Schirm, nur ich nicht. Weil ich dachte, wenn es nicht regnet, lasse ich ihn in der Redaktion. Falsch. Oh. Heidi. Marina, oh, Christina. Oh, Claudia. Na also, Ende gut, alles gut. Oh, gar nicht wahr. Da war ja noch was. Schon von klein auf gelernt, wer spielt, muss auch aufräumen.